In Berlin sind zahlreiche Menschen für eine gerechte und solidarische Gesellschaft auf die Straße gegangen. Zu der Großdemonstration hatte das Aktionsbündnis Unteilbar aufgerufen. Laut den Organisatoren wollten sich weit mehr als 300 Organisationen beteiligen. Vom Deutschen Gewerkschaftsbund über die Menschenrechtsorganisation Amnesty International bis hin zur Klimabewegung Fridays for Future und dem Berliner Mieterverein. Knapp drei Wochen vor der Bundestagswahl wollen die Veranstalter auf verschiedene Themen hinweisen, wie zum Beispiel Klimawandel, Rassismus oder soziale Ungerechtigkeit. Diese gefährden aus Sicht der Organisatoren den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Zukunft der Menschen. Im Jahr 2018 beteiligten sich bei einer Unteilbar-Demonstration in Berlin laut Veranstaltern etwa 240.000 Menschen.